Hallo und willkommen zurück zu The Division 2. Ja, in der letzten Folge war es ein bisschen hektisch, weil Leute dazwischen geredet sind und gerade mit der Gruppe ging es weiter, aber die haben absolut nicht gehört und haben immer wieder dieselbe Mission gemacht und haben nicht verstanden, dass es eigentlich weitergeht. Ja, wenn man solche Gruppe hat, dann sollte man einfach leaven, ist meine Meinung, bevor man sich da ärgert. Dann machen wir jetzt alleine ein bisschen weiter. Ich marschiere jetzt zum Safehouse. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das Safehouse schon haben oder nicht haben. Wir laufen da jetzt auf jeden Fall mal hin und gucken mal, wie weit wir alleine weiterkommen. Die Division leistet gute Arbeit. Danke. So, dann gehen wir jetzt mal zu der Mission hin. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Also ihr habt gesehen, je mehr Leute in der Gruppe sind, desto stärker werden die Gegner natürlich, ne? So, dann können wir hier langsam auf unserer Loot-Tour weitermachen. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Jetzt suchen Leute Verstärkung. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Aber wir gehen jetzt erstmal zu unserer Mission hin. Wir wollen ja gucken, dass wir weiterkommen. Aber wir haben ja keine Kit. Doch, ich wollte gerade sagen, haben wir hier nichts mehr an Material, was wir sammeln könnten. Das wäre natürlich bitter gewesen, wenn wir hier nichts hätten. So, was schreibt denn da jetzt wieder im Discord? Wir schauen mal, dass es jetzt weitergeht. Vorräte. Normalerweise zeigt das Ding auf der Schulter euch immer, wo die Vorräte sind. Die müssten ja dann hier irgendwo sein, da liegen sie. Also müsst ihr mal drauf achten, da kommt immer ein ganz kleiner weißer Balken denn. Oder ein Strich, der zeigt euch dann die Richtung an. Seht ihr, wie da zum Beispiel zu dem. Der Typ ist auf Steroide. Wenn der so einen Balken hat, hat er sich Drugs reingehauen sozusagen, ne? So, können wir hier nehmen. Oh, da ist ja noch einer. Komm hoch. So, und da war es für dich. So, wir sollen jetzt auf jeden Fall die Notiz eines Agenten finden. Oh, und ich laufe da voll rein. Nein, gehst du da rum? Hallo? So, jetzt. Ich muss nachladen. Gucken wir mal, ob wir eine Granate dahin feuern können. Dann laufen wir schön rein. Da seht ihr, jetzt hat er so einen Balken. Das ist so ein Nahtänzer hier, ne? Der kommt jetzt angelaufen. Ich muss jetzt aufpassen, da kommt er. Ich deck dich. Also ihr seht's, alleine ist es eigentlich auch gut machbar, aber macht halt nicht so viel Bock. Ne? So, das war's, glaube ich, schon. Nein, das war's noch nicht, da kommt wieder so einer. Oh, das war bitter. Wer schießt denn da auf mich? Wo kommen die denn alle her? So. Jetzt aber noch mehr. Nahrungsvorräte entdeckt. So. War es das jetzt? Oder kommt da jetzt noch was? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, also Leute, das macht wirklich so viel Bock. Und ich freue mich wirklich darauf. Und ich glaube, mit einer Gruppe macht das, mit einer festen Gruppe macht das noch mehr Spaß. Also wir haben gestern bestimmt 4 Stunden mit drei denselben Leuten gespielt. Leider auch keine Deutschen.
Aber das heißt ja nicht, dass andere Nationen schlechter spielen oder nicht Dings. Der eine hat auf den anderen gewartet, man hat sich unterstützt und so. Dann macht das so viel übelst viel Spaß. Und ich schätze mal, nachher geht es mit dem anderen Charakter weiter. Aber wie gesagt, wir wollen ja hier auch weiterkommen. Deswegen werden wir jetzt hier noch schnell die Dinge einsammeln. Oh, wieder ein schönes Hemdchen. Ausrüsten, nicht ausrüsten, sondern plündern. Dass wir das zumindest im Inventar haben. Oh, wo geht's denn jetzt hier hin? Achso, das ist jetzt hier das Safehouse. Das seht ihr jetzt. Passt mal auf. Da oben steht es. Safehouse. Das ist der einzige Ort hier in der Gegend, den die Hyänas nicht angerührt haben. Gut für uns. Ich habe hier interessante Aufklärungsdaten. Na, auch hier ist sozusagen wie die Operationsbase. Rationen in der Nähe. Rationen. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Okay, der zeigt mir jetzt alles an. Also hier kann man auch nach Spieler suchen und da haben sie alle Hände voll zu tun. Viel Glück. Hier finden wir jetzt Shaytech-Behälter erkannt. Diese SAD-Behälter, die brauchen wir ja, um unsere Vorteile weiter freizuschalten. Und hier, da ist jetzt hier X-Daddy, das ist jetzt hier ein kleiner Spieler. Hier sind zum Beispiel jetzt große Level 500. Ne, Level 500. Wir könnten auch hingehen und uns den jetzt mal anschauen. Pass mal auf. Inspizieren. Und jetzt sehen wir genau, was der anhat für Waffen und wie der sich ausgerüstet hat, wie der aussieht und so. Ne? Also so kann man dann auch die anderen Mitspieler begutachten, sage ich mal. Mit Sicherheit nicht schlecht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt schauen, dass wir uns weiter verbessern. Nahrungsvorräte entdeckt. Was mir gefällt... Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Mir gefällt definitiv die Dings. Ich guck mal, ob ich hier einen Mod draufhauen kann oder ob ich einen habe. Aber ich habe, glaube ich, noch keinen Mod. Man kann jetzt so, habt ihr ja gesehen, gerade hier auch die Waffe verbessern. Also das heißt zum Beispiel, man kann die weiter verfeinern mit dem Zielfernrohr oder wenn man stabiler sein will, macht man sich vorne noch einen Griff dran. Und was weiß ich nicht, was alles. Also es gibt verdammt viele Dinge. So, wir öffnen mal den Behälter und dann gucken wir mal, was wir da drin haben. Nehmen wir beides mit. Jetzt schauen wir mal eben, ob wir nicht schon eine stärkere Waffe haben. Als die, die wir angelegt haben. Also wir haben ja die andere. Die macht 368 Schaden und die macht 165 Schaden, aber dafür eine wirklich schnelle Schussfolge, aber hat nur 30 im Magazin. Und wenn wir jetzt über 150, die macht natürlich 2K, aber das ist eine Schrotze, ne? Schrotze sind meiner Meinung nach nicht so toll. Hier, die könnte vielleicht noch was sein. 255, 420, naja, ich weiß nicht. Also ich bin jetzt eher so ein Fan, ich habe auf dem anderen Charakter eine S, wie nennt man da diese schnelle Sniper irgendwie. Da bin ich eher Fan, hier bin ich jetzt kein Fan von. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Ich markiere jetzt hier alles als Schrott, damit ich das gleich alles verwerten kann sozusagen, ja. Als Schrott markieren. Man muss auch aufpassen, man muss auch einiges mal spenden zwischenzeitlich bei den Fraktionen. Da müsst ihr auch drauf aufpassen, das zeige ich euch aber noch. Hier seht ihr, wir haben alles besseres Zeug im Inventar, aber ja, als Schrott markieren. Dann gucken wir mal hier noch, was haben wir hier haben. Haben wir hier einen besseren? Ne, die ist... Den machen wir aber auch als Schrott markieren und als Schrott markieren. Das ist natürlich das Doofe und das tut mir auch ein bisschen leid, wenn man zwei Charaktere nebeneinander spielt. Weiß man schon vieles und greift vielleicht für den einen oder anderen vor. Und ihr fragt euch, was erzählt der da jetzt oder was macht der da jetzt? Aber schaut einfach. Ich würde jetzt gleich nochmal versuchen mit einer Gruppe loszuziehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob mir das wirklich gelingt. Ihr habt ja gesehen, was es da für ein Chaos gibt, ne? So, wir haben unsere Ausrüstung mal überprüft soweit jetzt. Wir haben jetzt alles auf dem aktuellen Stand. Wir müssen dringend unsere Waffen verbessern. Kontrollpunkt in der Nähe. Feindliche Übertragung erkannt. Wir können Rationen mal zurück. In der Nähe. Wir können mal zurück eben zur Siedlung.
Und vielleicht, dass wir da Projekte unterstützen können. Projekte, hier haben wir es doch, genau, da seht ihr es. So, können wir hier was unterstützen? Also ihr seht, man hat hier Jagdgruppe ausrüsten zum Beispiel. Die wollen jetzt zum Beispiel einen Brustpanzer, soll ich spenden. Den habe ich wahrscheinlich irgendwo im Inventar. Seht ihr, hier ist der Stufe 2. Den spenden wir jetzt. Und zack, sollte ich das fertig haben und kriege jetzt dafür eine Blaupause halt. Ne? Also ihr müsst dann sozusagen auch Waffen und so spenden. Hier Belohnung abholbereit. Da fahren wir gleich mal direkt hin. So, was können wir hier spenden? Die brauchen öffentliche Hinrichtung unterbinden. Okay, das heißt also Geiseln, glaube ich, sind das befreien. Ja, sonst kann ich eigentlich noch nichts machen, ne? Genau. So, dann werden wir jetzt zurück zu unserer Base. In der Nähe erkannt. Und da müsste jetzt irgendwo hier, genau, zurück. Dann haben wir da oben noch einen Nebeneinsatz, da noch einen Nebeneinsatz. Und das werden wir auf jeden Fall noch machen, den Nebeneinsatz. Aber ich würde mal sagen, das sollte dann für diese Folge genug sein. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss, ciao und bye bye.